Nach schier endlosen Stunden packen und einräumen und das noch und jenes noch und Rasierzeug und das noch eingepackt und Jesus, Stunden. Eigentlich wollten wir vor 2 Stunden schon los. Geht's jetzt endlich los und der Chef darf heute den Startschuss machen. Wohin? Mal sehen, wohin der Wind uns treibt. Na gut, schauen wir mal. Schauen Gucken wir wie mal und weit dann wir sehen wir kommen. schon. Ja, gucken wie weit Wir wir fahren kommen. jetzt erstmal los und gucken, wie weit wir kommen, genau. Und dann sehen wir schon. Na Ja. dann seid mal gespannt. Das heißt, an der Überschrift vom Video werdet ihr das ja schon sehen. Ja. So, es geht los, endlich. Oh, fix und fertig, ey. So, liebe Videofreunde, wir haben jetzt heute Nacht gut hier geschlafen. Es war ruhig, außer die Regentropfen, die aufs Dach geprasselt sind. Ne? Aber das hat ja auch was Beruhigendes. Und ja, es war ganz gut hier zu stehen. Ne? War eine gute Idee, dass wir hierher gefahren sind. Ich zeige euch das mal vom Auto aus, gerade bevor wir losfahren. Ja, also hier ist so ein Parkplatz, da ist so ein Sportclub. Da drüben ist wie so ein Parcours für die Kinder. Und die können hier schön spielen. Fußballplätze, Tennis, ne? Alles, so ein ganzes Sportzentrum. Also das ist ganz schön hier. Und ja, wir fahren jetzt weiter. Und zwar an die Tanke. Hier ist so eine kleine Tankstelle, da fahren wir jetzt hin, da wollen wir voll tanken, weil es etwas billiger hier ist. Ein Ja. paar Cent sind es billiger. Und dann geht's weiter. Vielleicht machen wir noch mal einen Zwischenstopp heute, ne? Mal gucken. Okay, also, dann bis später. Mal zeigen für die Kinder, das ist total cool hier. Haben hier Spaß. Eins 1,89 kostet hier der Diesel. 5 Cent weniger. Naja. Ja, 5 Cent weniger. Gestern hat Michael 1,95 bezahlt. Jo. Ja, 1,96 ist dann. 1,599 ist ja dann 6 Cent. Ja, das ist dann 1,90. 6 Cent. Ja. Michael tankt noch gerade jetzt an einer anderen Tankstelle, an der Autobahn AdBlue. Das hatten sie an der anderen Tankstelle nicht. Und haben wir gedacht, dann füllen wir es gleich noch hier auf. Sind jetzt an der großen Shell-Tankstelle hier an der Autobahn und das ist günstiger als bei uns. So, Wasser gibt es jetzt auch noch. Da ist ein Wasserhahn. Und dann haben wir gesagt, dann nehmen wir gleich nochmal jetzt einen Sprung Wasser mit, schon was wir verbraucht haben. Was wir haben, haben wir. Wir sind in Frankreich. Das
dritte Land heute. In Holland gestartet, durch Belgien gefahren und jetzt in Frankreich. Frankreich, Baguette, Jeanette. So, liebe Videofreunde, wir sind angekommen. Wir sind eigentlich zu früh, wir haben erst für morgen früh gebucht. Und zwar sind wir hier am Europatunnel, Eurotunnel. Und ja, wir wollen mal gucken, ob wir heute schon irgendwie rüberfahren können. Wenn nicht, müssen wir hier irgendwo warten bis morgen früh. Wir wollen aber jetzt erstmal unseren Hundi anmelden gehen und stehen jetzt hier vor der Pet-Reception. Und wollen mal gucken, ob wir alles ordentlich gemacht haben. Ob er alles hat an Impfungen und so weiter, ne? Ja. Gehen wir jetzt mal gucken und gehen mal rein. Ja. Muss man mitnehmen, die wollen den sehen. Gell, Spatzi? Geht nach England. Wollen wir mal hoffen, dass alles gut geht, ne? Muss man alles haben. Ja. So, also wir sind wieder zurück. Ja, wir können heute leider nicht vorzeitig rüberfahren. Es gibt im Tunnel irgendwie Probleme und von daher lassen sie heute keinen außer der Reihe mit rein. Und ja, jetzt müssen wir mal gucken, dass wir hier einen Stellplatz finden. Wir müssen auch morgen früh nochmal hierher, nochmal einchecken. Hier, also das war auch nicht möglich, also heute schon irgendwie, dass wir da so ein Check-in für den Hund kriegen, sondern wir müssen morgen nochmal hierher. Und ja, unser Tierarzt hat es in einer verkehrten Spalte eingetragen und da haben sie dann auch gesagt, wir machen jetzt eine Ausnahme, aber beim nächsten Mal, wenn wir einreisen, muss es in der richtigen Spalte stehen. Hat uns dann auch gezeigt, wo es stehen soll und ja, aber können wir ja jetzt auch nichts dafür. Ansonsten ist alles in Ordnung. Und ja, jetzt müssen wir mal gucken, dass wir hier irgendwie einen Stellplatz finden in Calais. Ne? Das Ding hier, ich glaube, sie will ja hinkommen. Michael kämpft mit dem Automaten. Ja, wirklich. Mecker nicht so viel, steig ein und fahr los, weil sonst geht der Zaun wieder zu. Schrank ist oben, Tor geht auf. Wunder über Wunder, nachdem ich vor dem Ding gekniet habe, wie ein Bittsteller. So, jetzt müssen wir erstmal erklären. Wir waren erst in der Stadt und haben uns auf dem Rathausparkplatz gestellt. Laut Parkverleih kann man da stehen. Und ja, also ich fand das jetzt nicht so, zum einen nicht so prickelnd und zum anderen habe ich mich da nicht wohl gefühlt. Weil hier auch geschrieben wird, dass oft versucht wird einzubrechen. Und man sagte aber, auf dem Rathausparkplatz wäre das mit Kamera überwacht oder ja. Irgendwas. Ja. Aber es war trotzdem irgendwie, ich weiß nicht. Jetzt stehen wir hier auf den ausgewiesenen Stellplatz. Der ist neben einem Campingplatz und ist auch in der Nähe von dem Eurotunnel. Und hier ist zwar alles eingezäunt, aber die wissen schon, warum sie das machen mit dem Einzäunen. Und hier fühle ich mich auf jeden Fall wesentlich sicherer als da, wo wir gerade waren. Deswegen sind wir jetzt hierher gefahren und stehen jetzt für 10 Euro kostet das, gell? Ja. 10 Euro die Nacht. Ihr habt vor dem, wenn man rausfährt, ist Fähr- und Entsorgung. Ja, da musst du aber, glaube ich, Münzen ziehen. Also das ist bei den 10 Euro scheinbar nicht dabei. Nee, das ist extra, ja. Ja. Und das stimmt. Aber es ist ja alles ein Euro, ist ja egal. Ja.
Und da kann man aber Ver- und Entsorgen. Also, nee, Ver- und Entsorgung haben sie geschrieben, bei Park for Night ist kostenfrei, aber Wasser muss man bezahlen. Ja. Und wir brauchen ja nichts, wir haben ja heute schon. Und deswegen, ja, sind wir jetzt hier, haben Sonnenschein und jetzt machen wir es uns mal ein bisschen gemütlich da draußen, gell? Jetzt gehen wir mal am Strand oder was machen wir? Wir gehen mal ein bisschen spazieren, genau, ja. Das stimmt. Jetzt müssen wir erstmal ein bisschen spazieren gehen, dass der Hund mal rauskommt. So, also dann, let's go starting. Give me love, give me all your love, oh, cause I want you. No one else makes me feel this way. Don't know what you do. Hold my hand, could you hold my hand? Look me in the eyes. You and me, yeah, that's all I need, and I'll be alright. I'll be right here, I swear that I'll stay here with you. So, wir sind jetzt hier am Entsorgen. Michael hat gerade noch Wasser abgelassen. Alles andere brauchen wir noch nicht. Da kommt auch der nächste angefahren. Hier geht es zeitig los, weil unsere Fähre fährt um 9 Uhr. Und anderthalb Stunden vorher muss man da sein. Wir haben jetzt kurz vor 7. So, das Ganze nochmal heute. Dann wollen wir mal hoffen, dass unser kleiner Mann reingelassen wird, nicht? Ja. So, heute hat alles geklappt. Ja, hat ein bisschen gedauert. Wir durften rein, aber es hat ja lang gedauert, weil die erst bestimmte Dokumente ausdrucken mussten, weil ja unser Tierarzt oder Ärztin eine falsche Spalte das eingetragen hat. Und da waren die hier sehr genau. Also solltet ihr auch mal mit einem Tier nach England reisen, müsst ihr euch wirklich ganz genau an die Vorschriften halten. Die sind hier sehr streng, ne? Ja. So, das war ein sehr netter Mensch, der da saß. Jetzt haben wir so eine Boardingkarte hier gekriegt, V3 mit Hund. Und da müssen wir jetzt mal gucken, wie wir da hinkommen. Weißt du jetzt, dass das V3 ist? Ich weiß es gar nicht. Ich war im Moment dem Zeichen nach zum LKW und Dings. Was für V3 ist, habe ich keine Ahnung. Wie bei, wie heißt das, Go-Kart? Ja. Was ist denn das für ein... Was für ein Go-Kart haben wir? Wie kommt das aus?
ist wohl jetzt die englische Seite. Ja, schauen wir mal. So, jetzt gibt es hier nochmal Kontrolle wegen Gas. Also jetzt wurde nochmal kontrolliert wegen Gas, dass wir auch wirklich nur Gasflaschen mit haben und nicht mit Gas tanken, weil gasgefüllte Autos, also Gas... Betriebene Autos. Ach, betriebene Autos, so, ja. Die dürfen hier nicht mit. Ne? Ne. Also jetzt aufpasse. As long as I can be here with you, everything's alright. I'll be right here. I swear that I'll stay here with you. Hold me closer. I wanna stay here with you. Zurück von Windsor Castle. Castle. War sehr beeindruckend, war schön. Wir hatten auch natürlich das geniale Wetter heute gehabt. Und ja, man darf ja leider nicht fotografieren, nichts aufnehmen, nichts zeigen groß, außer von außen. Wir haben uns alles angeguckt innen drin und ja,
das war schon mal beeindruckend, das zu sehen, wie es da drin so aussieht. Und ja, und bei der Queen war ich auch am Grab. Das haben sie schön gemacht. Da liegt sie jetzt mit Philipp. Und natürlich habe ich mir das auch angeguckt. Und das war gut. Wir waren Nachmittag da, also recht spät Nachmittag. Und da haben sie nochmal schnell reingewunken. Es waren so die Letzten, die rein durften. Und ich war mit dabei. Und dadurch brauchten wir überhaupt nicht anstehen. Michael war ja nicht mit. Aber ich. Und dann konnten wir uns diese Kathedrale, St. George Kathedrale, konnte ich mir die schön angucken. Und es ist schon mal schön, da drin gewesen zu sein. Da haben ja schon einige Hochzeiten stattgefunden und auch Trauerfeiern. Und wenn man dann da mal so drin steht in live, ist das schon, ja, beeindruckend, muss ich sagen. War schön. Also war ein sehr schöner Tag heute. So, und jetzt geht's ab auf den Campingplatz. Wir haben uns einen ausgeguckt heute und haben wir schon angerufen. Ja. Und dann werden wir gleich morgen mal duschen, Haare machen und dann mal gucken, dass wir wieder Stellplätze finden. Ja, war schön, ne? War mal interessant, also in dem Saal zu sein, wo die Ritter geschlagen werden. Die Ritter geschlagen, ja. Ja, ist schon noch, also sehr viel erhalten und auch natürlich groß, mächtig und beeindruckend. Schon. Alles alte Plunder. Aber alles alt, ja. Ich weiß auch nicht, ob ich das so toll finden würde. Ich weiß nicht, wenn die da so ihre Empfänge und alles so geben müssen. Naja. Ja. Aber trotzdem war es mal schön zu sehen. Das ist natürlich auch das Schloss ist halt beeindruckend, ne? Ja. Das stellt schon was dar. So, jetzt geht's weiter. Ja.